Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Vor einem Boss-Nebel, den wir jetzt mal durchstreiten werden. Wir sind in Oberlatria. In dem. Beim zweiten Boss. Let's go! Menschenfresser. Na moin. Schon sagen kann ich mal. Ich habe, glaube ich, schon wieder so einen dreckigen Schlagangriff gemacht. Jesus, chill! Ich konnte mich nicht bewegen! Bruh! Ich konnte halt nicht aufstehen, der hat mich die ganze Zeit umgerempelt. Ich krieg das Kotzen. Ach, natürlich, kein Sound wurde aufgenommen. Ich hasse alles. Ah! Schade, Marmelade. Das will ich einfach nur durchlaufen. Kann ich euch ignorieren? Oder muss ich euch umbringen, alle? Komm. Ja. Ja, du wirst fallen, droppen, komm. Ja, der da hinten hat sehr wenig Interesse. Stelle eines unbekannten Helden. So, alle unbekannten Heldenseelen sind ein Halbmond Gras. Ja, das war's mit meiner Menschlichkeit. Aber okay, wir haben echt einiges an Steinchen, dass wir das wieder gerade biegen können, aber. Uff. Schäbig war das jetzt schon. Schäbig. Schäbig. IG-Regel. Und so. Ja, jetzt können wir nochmal hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich nochmal darauf warte, dass der hier seinen Backstep anbietet. Weil auf dieser kleinen Ebene dieses Kackviech zu töten, ist halt schon echt ätzend. Beispiel A. Was soll das? Wenigstens geht's so, ne? Aber über die Hälfte meines Lebens mit einer Kakerlake. Schon nicht geil. Ja, halt mal Glas lassen wir mal ausgerüstet. Ja, okay, wenigstens komme ich jetzt an meine Seelen. Und es sind immer anscheinend 1284 extra, die ich hier anstaple, bis ich komplett sterbe oder bis die tot sind. Ja, okay, du kannst fliegen. Willst auch wiederkommen? Was ist denn hier hinten? Oh Gott, ich habe den legit nicht gesehen. Ich habe nur gehört. Interessant. Aua. Jetzt steh auf und halte dich kurz. Man könnte meinen, dieser Boss wäre einfach. Aua! Schade. Oh, was? Nummer 2 ist erschienen. Ja, da ist ein Dude Numero Dos. Aber nur Dude Numero Uno ist jetzt. Oh. Ist er nicht. Jetzt erst so. Okay. Einer ist ja. Aua. Mit dem Ding hier. In der Mitte als Crowd Control. Zack.
Oh mein Gott. Das einzig Blöde ist natürlich, man kann hier runterfallen. Puh. Na komm her. Hey, na komm her. Das meinte ich nicht. Komm her. Danke. Aber das meine ich auch nicht. Du sollst noch näher kommen. Ich habe keine Ahnung, warum ich da irgendwie durchausweichen kann. Aua. Da, 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 da. Ich bin wieder kurz hier hinten. Kein Risiko eingehen, wenn nicht notwendig, ne? Ich finde, dass er einfach am Target angelockt bleibt, während er diesen Charge macht, ne? Furchtbar. Weil meine Kamera so richtig 180 Grad und es ist jetzt vielleicht nicht die Richtung, in die ich gerade ausweichen wollte. In die entgegengesetzte. Vielleicht musst du nicht herkommen. Naja, der möchte weiterfliegen. Willst du herkommen? Okay. Schade. Wäre natürlich schön, wenn ich ein Schwänzchen getroffen hätte. Ja, das kann halt natürlich passieren, dass er einfach nonstop da oben herum redet. Und dann auch die ganze Zeit wieder runterfliegt und wieder hochfährt. Dann fliegt. Das war nicht die Richtung, in die ich ausweichen wollte. Na komm her. Ja, Alter, ihr seht aber auch sick aus. Aua. Komm her, komm her, komm her. Danke. Ich kann verraten, das war der Boss, bei dem ich am Anfang am meisten gestruggelt habe. Mit Abstand am meisten. Flame Lurker, da hatte ich glaube ich, also Flammschleicher, glaube ich 4, 5 Versuche oder so, ne? Aber bei diesem Bastard, bei diesen 2 ekligen, ne? Ich sollte natürlich erstmal den Kaltstein berühren, bevor ich diese dämliche Sache mache. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Und Gras. 4 Stück. Nett. Was wir mal kurz wegtun können, ist das hier. Höre der Elfenbeinturm. Ich würde sagen, was habe ich eingesammelt? Legendäre Krieger, angesehener Krieger. Kalkstein berührt. Gemischte Dämonenseele. Kalkstein der Menschenfresser Dämon. Im Elfenbeinturm wurde das Fleisch der Gefangenen zusammengestückelt, um Monstrositäten zu erschaffen. Latrias neuer Meister, ein alter Mann, der längst nichts Menschliches mehr besaß, was bestrebt, mit eigener Hand Dämonen zu erschaffen. Aha, gut, das Ding ist aktiviert, jetzt können wir uns den einen kleinen Loot da gönnen. Wir haben 21.000 Seelen, ein Leveler ist drin. Ach, sogar 2. Der böseste Mondkurzschwert. Böseste Gegner in diesem gesamten Spiel ist einfach Gravity. Ein kleines Schwert mit gerader Klinge. Ja, ja, ja. Ah, okay. Mond macht Magie-Damage. Man muss tatsächlich sagen, gegen Magie sind viele, viele Gegner in diesem Spiel schwach. Damn, Alter, warum... Was sind das für Geräusche? Ich habe auch, to be honest, gerade nicht gesehen, wo es weiterging. Der Nexus. Aua. Hallo, Lady. Ja, ich würde gerne
Zack. Zack. So. Ja, ich bin finished. Ich merke so gut wie gar nicht die Erweiterung meines Lebens. Pro-Level, aber ist okay. Ja, wir können uns jetzt tatsächlich dem nächsten Boss widmen. Das ist halt das Schöne oder Interessante an dem zweiten Part einer Welt. Der Boss danach ist halt direkt da. Also es gibt eine Cutscene. Das Besondere an diesem Boss, es kann sein, dass wir jetzt gegen einen anderen Spieler kämpfen. Denn man kann sich halt hier quasi platzieren und als Boss quasi gerufen werden. Wenn wir keinen Spieler haben, haben wir einen NPC hier vorfinden. Vorsicht, Magier weiter vorne. Was? Noch einer? Oh. 210 Damage und trotzdem doch so wenig. Oh, ich hab's geschafft. Mensch. No Mercy. 3000. Genau. Alles gut jetzt. Ich glaube, dieser Weg hierhin dauert so lange, um die Möglichkeit zu gewähren, dass halt einer, also ein Spieler halt tatsächlich, diesen Part hier übernehmen kann. No Mercy. Bam. Ja, mal schauen, wen wir hier haben. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Spieler. Oder auch nicht. Wirkt relativ schwach. Aber ich weiß nicht, ob das NPC-Verhalten ist oder spielerisches Versagen. Aua. Aber ich weiß halt nicht, wie du. Okay. Lass mich kurz heilen. Es kann natürlich auch einfach sein, dass der Hardcore lag, ne? Komm, halt dich! Es wirkt wie ein Spieler. Daemon besiegt. Ja, das war Boss Nummer 3 in Latria. 24.700. Oh, der Mönch ist weg. Goldene Dämonenseele. Thronsaal von Jormeda. Jormeda. Kreisstein des Dämon alter Mönch. Als seine Rachegelüste befriedigt waren, trieben den alten Mann die goldenen Gewänder, die er trug, in den Wahnsinn. Zu schwach, dem Dämon noch als Gefäß zu dienen, wurde er von der Dämonenseele verzehrt. Ja, also das war nicht der Dude, der da böse war, sondern sein Outfit. Also bei diesem Tar, kein Wunder. Ja, I want to
make more my life. Und komm. Ich glaube, das reicht nicht aus. 1000 ungefähr noch. Einen Moment, ich bin gleich wieder bei dir. Und noch einmal Vitalität. Yes. Ja, wir haben tatsächlich in einer Folge 2 Bosse geschafft. Und damit Latria abgeschlossen. Oh mein Gott. Never again. Ich möchte kurz die World Tendency. Also es sieht so aus, als ob wir beim Gräberkönig weiße Tendenz haben. Deshalb einen Augenblick mal. Da gab es doch eine Stelle. Komm zurück bei weißer World Tendency hier bei dem Boss. Bei der Boss Arena. Warum werde ich so transparent? Was ist mit meinem Greenscreen los? Wir können ja vielleicht in dieser Folge nochmal kurz runter zu Patches gehen. Weil 15 Minuten ist halt nix. Das ist ja nicht einmal der richtige Bild. Ah, hier ist aber Loot, den ich verpasst hatte. Ring des Meisters. Was? Ein mit Strohseil geformter Ring. Erhöht den Schaden direkter Treffer, während er den alle anderen Angriffe mindert. Ist denn ein indirekter Angriff? Einer von vielen Ringen aus einem fernen Land, das für seine einzigartige Waffenschmiedekunst bekannt ist. Er wurde auf recht ungewöhnliche Weise angefertigt. Ja, let's go. Wo ist er denn jetzt? Da. Okay. Da bin ich jetzt gespannt, inwiefern der Schaden vielleicht so 10%, 15% oder so. Da. Damn, Alter, was bist du so außer Puste? Den können wir zum Beispiel. Ja, Tatsache! Wir können uns das Schwert gönnen! Bam! Und bam! Arschdenkloppen 2 Stück. Das ist gefürchtet. That is sick. Drachenknochenbrecher. Yikes. Ey, 30 Stärke, das kann ich tragen. Ein stumpfer Eisenbrocken der Feinde zerschmettert. Die Ahnen der Steinfangminenarbeiter sollen ihn geschmiedet und gegen Drachen eingesetzt haben. Ein Zauber auf der Waffe schützt den Träger vor Feuer. Schmiede machen sich über diese Waffe lustig und bezeichnen ihn als abfällig. Ihn abfällig als Klumpen. Als Schwert. Okay. Let me have it for a moment. Was heißt, er beschützt mich vor Feuer? Heißt das, ich kann jetzt durch Lava laufen? Ich ziehe mich kurz nochmal aus. Damn. Danke. Okay, dann muss... Verdammt. Meine normale Hose. Nee, okay. Entweder nur Schwert und nichts anderes. Verstehe. Unterirdischer Tempel, ja. Hier ist doch Feuer. Es ist schon mal... Okay, und warte, und jetzt ohne das Ding? Ja, es ist schon beträchtlich, also merkbarer Unterschied. Gehen wir mal da. Also ich bin einfach gespannt. Weißt du, es gab doch noch einen Ort mit weißer Welt-Tendency. Gibt immer noch diese...
Ja, okay. Boom. Bitch. Da. Aua. Was ist das? Oh Gott. Okay. Und jetzt sterbe ich. Ah. Ich würde einfach nur einmal ganz kurz ausprobieren, wie viel Schaden ich mache. Okay. So, also mit dem Flash One hätte ich. Ich One hätte die auch so. Wenn die keine Verteidigung. Ihr dafür braucht aber auch einen Schlag unfassbar viel Aufladezeit. Läuft man dem vorbei. Mir noch einer entgegen. Boom. Die zu one-hitten ist schon ein Luxus, den ich mir gönne. Bin zwar nackt, aber... Ja, Alter, dieses Wappen. Warte, was? Also ich kann dahin schlagen und zurück. Und dann wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Ausdauer könnte ich noch einmal nach vorne schlagen. Ich versuche es mit Stichen. Diese Community! So, es tut mir leid, Patches. Ich habe dich voll weg ignoriert das letzte Mal. Ich komme jetzt zu dir. Ja, Baby. Ja, Baby. Das denke ich halt auch immer bei Patches. Verdammt. Ja, guck, was soll dieser Dreck? Ins Lager senden, das ist okay. Heinsteinscheibe, große Steinscheibe. Kann man das upgraden? Safe. Ist hier diese Kristallhöhle? Ja. Hier Ding. Dass ich nichts getroffen habe. So sei es. Ja, okay, hier kann man dann basically Upgrade-Materialien farmen. Infinitely, wenn man so will. So, dann schicken wir mal dich kurz hoch. Und rennen mal hier hin. An den ganzen Missetaten, Missegegnern vorbei. Das habe ich ja zum Beispiel gar nicht mal mitbekommen, dass das jetzt explodiert ist. Ey, da muss ich nicht hin. Ich glaube, hier muss ich hin. Hier durchzurennen ist keine gute Idee. Da. Ich war auch gar nicht mal hier, ne? Ja, das war wahrscheinlich... Okay, gegen Stein ist jetzt nicht das stärkste, die stärkste Waffe. Oh, ja, was? Keule. Oh, ich hätte die Keule gar nicht kaufen. Und jetzt verpisst sich Patches. Sag mal. Dankeschön. Aber... Patches. Beweg dich. Ich gehe kein Risiko ein. Bam. Patches, wo bist du hingelaufen? Also, Patches. Ach, da oben ist der. Ho, ho, ho.
you? You're no joke, are you? Worry not. The treasure is all yours. Tough luck with the bear bugs, but you certainly showed them, didn't you? Here it is. Kept it safe for you. Go on. Take it. Take it. Boah, ja, dieses Grinsen. Wegen der Flamme. Ich hätte zu ihm vorher gehen sollen. Vor dem Flammenschleicher. Fuck me. You are simply unlucky. Worry not. Stay by me, and my luck will rub off on you soon enough. Mhm. Noch irgendwas zu sagen, Patches? You are simply stay by me. Okay. Er hat's absolut verdient, dass ich ihn jetzt einfach schlage. Ganz gewaltig. Mit einer ganz gewaltigen Waffe. Das hat er wirklich verdient. Aber. Er ist ein relativ wertvoller Händler. Der tatsächlich mal zum Nexus kommt. Im Vergleich zu anderen Bastarden. Ja, okay, dann ist das jetzt quasi Teil der Folge neben den tollen Bossen. Bisschen Loot sammeln. Ja, okay, was heißt ein bisschen Loot, ne? Wir haben halt schon eine sehr silke Waffe bekommen. Kann ich nicht durch, schade. Aua. Einfach nur wirklich aus purem Interesse. Ich will dieses Vieh umbringen. Mit 278. 236. Und das geht schneller. Ich will einfach wissen, was der droppt. Also wie viele Seelen und was noch. Er explodiert erstmal anscheinend. Bären, Käfer, Saat, Drachenstein, Schirm. Alrighty then. Ja. Mir ist das hier alles ein bisschen zu blöd, jetzt noch weiter zu suchen, deshalb. Bye, Bitches. Opfer da bringen. Nein, wozu? Strava chillt noch hier. Die beiden chillen hier. Ich habe halt immer noch keinen Schlüssel für den bekommen, ne? Ne? Auch nicht so geil. Ich glaube, Patches ist aber hier oben, aber relativ schnell zu finden. Hier ist eine Leiche. Seele eines berühmten Krieges. Okay. Wahrscheinlich nach. I am indebted to you for your help. Alter, was bist du so versteckt? Without it, I would not have made it back. Now, I can go on with my work. And for that, thank you. But what is your work? What is it? I have no business with you. Not yet. Do not be concerned. Life is hardly as precious as one might think. Das ist keine Aussage, die du Menschen sagen solltest. Okay. Hast du den da getötet? Ich hätte gedacht, Patches war es, aber. Aber dass die so versteckt und verzweigt sind, damn. Was ist diese Schatulle? Patches. Oder kommt Patches erst nach seiner zweiten Location?
Ja, I have no clue. Aber okay. Wir haben diese Folge einiges geschafft. Ist hier noch mehr Loot? Ist noch mehr? Seele eines angesehenen Krieges. Hat hier irgendwer was zu sagen, bevor ich die Folge beende? Irgendwas zu dem Dude? Hi. Schon sagen, hat aber nichts mehr zu sagen, nachdem ich ihn einmal getreten habe. Aber okay. Ja, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Demon's Souls. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.